Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor's TV. In diesem Video geht es um einen ganz spannenden Börsengang, von dem ihr vielleicht schon gehört habt, nämlich Ant Financial oder Ant Group. Das ist so die Fintech-Tochter von Alibaba. Den gehört davon ungefähr ein Drittel. Der Rest unter anderem auch Jack Ma, einen der Mitgründer von Alibaba. Es hat das Potenzial, der größte Börsengang aller Zeiten zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass die Firma dann am wertvollsten ist, sondern einfach der Anteil, der neu an die Börse kommt, denn sie wollen mindestens 10% an die Börse bringen. Das ist bei der ungefähren Bewertung von 200 Milliarden, was so im Raum steht, wären es dann 20 Milliarden, vielleicht ein bisschen mehr. Und das ist für einen Börsengang schon eine ziemliche Hausnummer. Und da werden natürlich auch viele mitzeichnen. Es ist auch ein doppelter Börsengang. Er ist nicht in den USA, weil es da inzwischen ja viel Widerstand gibt von der amerikanischen Regierung, sondern er soll in Hongkong und Shanghai stattfinden. Was macht jetzt die Ant Group? Schauen wir uns mal an. Es ist so ein bisschen eigentlich die Fintech-Firma der Welt, kann man so sagen. PayPal, es ist eine Bank, es ist eine Kreditfirma, es ist ein Asset Manager, es ist also alles, was mit Geld zu tun hat, machen sie irgendwie, allerdings vor allem in China. Und das abgewickelte Volumen, was über diese Zahlungsplattformen läuft, sind 17.000 Milliarden US-Dollar, also nicht 17 Milliarden, sondern 17 Billionen. Das ist natürlich wahnsinnig viel und jedes Mal kriegen sie halt davon ein bisschen was. Sie haben aber inzwischen auch noch andere Geschäftsmodelle wie Versicherungen, ja, Insurtech, aber auch Fintech-Sachen, Creditech, dass sie eine Kreditplattform sind, wo sie aber nicht selber ins Kreditrisiko gehen, sondern das halt an andere Partner weitergeben. Wobei, wenn natürlich ihre Ausfallraten nach oben gehen, haben sie auch ein Problem, weil dann die Partner das nicht mehr so kaufen. Also man kann sich schon schwer vorstellen, was für eine gigantische Größe die Firma eigentlich hat. Und deswegen natürlich auch ganz spannend. Und auch die Leute investieren auch über die App, die wir hier unten sehen. Und es ist einfach auch technologisch alles up-to-date mit Cloud, AI, dynamischen Risk-Taking, Investment-Tech, Insurtech, Credit-Tech ist natürlich ein bisschen Buzzword, aber hier ist wirklich, das zeigt auch die Zahl, ja, insgesamt übers Jahr hinweg gab es 1 Milliarde User und das ist natürlich schon, und 700 Millionen nutzen es monatlich, das ist so viel wie der USA und Europa zusammen an Einwohnern hat fast, das ist natürlich schon eine ganz große Hausnummer und deswegen sollte man sich die Firma natürlich auch anschauen oder auch als Investment für relevant halten. Dazu kommt, es ist halt irgendwie aus dem Alltag von den Chinesen auch nicht mehr wegzudenken. Die haben ja ein bisschen, sag ich mal, das übersprungen. Ja, bei uns gibt es ja noch vor allem Bargeld oder Kreditkarten. Im Kreditkartensystem, da verdienen dann ganz viele Leute mit. Ja, auch Stichwort Wirecard, die da auch ja irgendwo involviert waren. Bei Alipay oder auch Tenpay wird es eigentlich so übersprungen. Dadurch, dass es halt so stark ist, brauchen sie gar nicht mehr diese gesamte Infrastruktur von den Kreditkarten, sondern sie wickeln das selber alles aus einer Hand ab. Und auch gerade Alipay ist ja inzwischen auch teilweise schon so im Westen, wenn man irgendwie in Barcelona was kaufen möchte, da gibt es viele oder gab es viele chinesische Touristen, da ist das auch schon angekommen. Und der Markt ist natürlich gigantisch groß für Payment, vor allem wenn man es halt um Bankdienstleistungen erweitert. Und es ist natürlich auch ein sehr attraktiver Markt, weil er ist nah am Geld. Wenn ich schon, ich kann mir dann immer was abknöpfen, vor allem wenn ich es halt viel, viel günstiger machen kann als traditionelle Banken, die halt oft noch irgendwie im Papier oder hohe Filialen haben und sowas. Es gibt natürlich auch einiges an Konkurrenz. Das Tenpay zum Beispiel, das ist so der Nemesis von Alibaba. Das wäre natürlich auch die Möglichkeit, in Tencent zu investieren, wo man dann 100% hat. Bei Alibaba ist ja aktuell nur ein Drittel oder halt dann über Alipay. Auch ein OneConnect, Peer-to-Peer-Plattformen wie Kodian, Finvolution, Zong'an, Ping'an und natürlich traditionelle Banken. Und natürlich auch die Bereiche Konsumkredit und Wealth Management und Insurtech haben auch großes weiteres Potenzial, wenn es halt online geht und Payment per se. Vielleicht wird das Wachstum ein bisschen abflachen, zumindest von den Userzahlen, da sie halt schon fast alle Chinesen haben. Aber sie wachsen natürlich dann auch mit der Inflation oder dem Wachstum oder jetzt auch immer noch zunehmend Digitalisierung in China mit. Plus mit Cross-Selling gibt es halt immer noch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial bei der Ant Group. Also allein, klar ist natürlich das Kreditvolumen gestiegen, aber ist immer noch auf dem Niveau ungefähr von Deutschland.
mit ungefähr 14%. In den USA ist das, glaube ich, um die 35%. Also da ist auch schon noch Raum nach oben und generell die Chinesen sparen ja auch viel Geld. Das heißt, da herrscht auch eine Nachfrage nach Geldanlage und der chinesische Finanzmarkt wird sich auch ein bisschen mehr öffnen, dass die Chinesen dann auch mehr weltweit investieren werden. Nicht nur die Staatsfirmen, was wir auch bei Japan in den 80ern gesehen haben. Und davon sollten sie auch profitieren. Ja, und vor allem, dass sie halt diese Plattformen sind, wo dann viele andocken. Ja. Allerdings, ja, klar, der Staat mischt da mit. Der hat natürlich auch Angst, dass so eine Firma so mächtig geworden ist und es halt dann diese Too Big to Fail-Problematik kommt. Das sollte man vor allem halt auch bedenken. Wenn Sie sagen, Sie nehmen 20 Milliarden ein, was machen Sie damit? Ja, Sie wollen internationalisieren und natürlich auch gegen TenPay weiter einsetzen und halt Ihre Strategie, diese eine Bank, wo die alles anbietet, aus einer Hand werden. Wir sehen es hier mit Digital Payments, was da alles dranhängt, würde jetzt hier zu weit führen. Aber wo es bei uns vielleicht irgendwie 50 Fintechs gibt, ist es hier halt alles aus einer Hand. Und das ist natürlich schon extrem stark, vor allem halt im Wettbewerbsvorteil, wenn ich halt schon die Kunden habe. Allerdings, das sollte man vielleicht auch noch darauf hinweisen, ist natürlich ein gewisser Interessenskonflikt zwischen Alibaba und Ant Group. Ja, weil an der Ant Group hält Jack Ma deutlich mehr Anteile als an Alibaba. Deswegen könnte er natürlich auch ein Interesse haben bei der Payment-Lösung, wenn jemand auf Alibaba kauft oder Taobao, hier einen größeren Anteil zu nehmen, um das Geld darüber zu transferieren. Das ist halt immer so was, was ein bisschen schwierig ist und denke ich vielleicht auch der größte Nachteil von der Ant Group ist. Wobei ist eigentlich, glaube ich, eher, wenn ja Jack Ma einen höheren Anteil hat oder Chinesen. Bei Alibaba ist ja noch eine Softbank drin, dass es eher die Ant Group davon profitieren wird und es eher vielleicht auch ein Nachteil für Alibaba sein könnte. Wobei Alibaba natürlich noch mal breiter aufgestellt ist mit Cloud und E-Commerce etc. und Social Media. Trotzdem, man hat natürlich die Alibaba-Kultur, die auch sehr, sehr stark ist und diese ganzen Services erst ermöglicht hat. Ja, Wachstum ist hoch, aber jetzt auch nicht mehr extrem, weil natürlich auch noch eine gewisse Größe erreicht hat. Aber so um die 40%, glaube ich, sollten sie weiterhin wachsen können und auch Margen jenseits der 50% möglich sein. Das haben wir auch im Payment gesehen. Es hat auch immer mal wieder in der Vergangenheit geschwankt, wie halt gerade die Wettbewerbssituation ist. Aber wir sehen, Payment wächst gar nicht so stark, sondern vor allem auch die Kreditplattformen. Asset Management ist auch schon relevant. Und Insurance wächst am stärksten, ist aktuell noch am kleinsten, hat aber auch halt extrem viel Potenzial, wenn wir uns eine Ping anschauen. Ja. Deswegen, es kann extrem profitabel sein. Shareholder, es wird, wie gesagt, von Jack Ma kontrolliert, der ungefähr über die Hälfte der Stimmen hält, wobei er nicht alleine, sondern zusammen mit einer weiteren Gruppe, was jetzt aber auch nicht so schlecht sein muss, weil Jack Ma vielleicht mit Pony Ma so der beste Gründer in China ist. Und der auch wirklich im West bekannt ist und auch mit dem chinesischen Staat inzwischen ganz gut kann. Ja, Chart können wir jetzt vor dem Börsengang noch nicht machen. Und wir wissen natürlich jetzt auch noch nicht so, was die Bewertung ist. Trotzdem, ich glaube halt, dadurch, dass sie in Hongkong an die Börse gehen, wird es halt weniger Shorts geben. Es könnte Euphorie auslösen, weil viele Chinesen können ja gar nicht in die amerikanischen gelisteten chinesischen Firmen investieren. Und wir sehen, es gibt wirklich Traumnoten mit einem fairen KGV von 34 und ist wirklich ein Weltklasse-Unternehmen. Und wäre auch jetzt ein Kandidat für meine Top 10 der besten Unternehmen der Welt, dass da jemand rausgeschmissen wird, vielleicht eine Visa oder eine Netflix. Und dann würden sie hier reinkommen. Ich finde Bewertung immer noch ein bisschen schwierig, aber wenn man es jetzt für 200 Milliarden bekommen würde, wenn man es mit einer amerikanischen Bank oder so vergleicht, in einem chinesischen, halte ich das für das krasse Potenzial immer noch für gerechtfertigt, weil es dann vielleicht ungefähr $200 pro Kunde. Das ist, denke ich, noch in Ordnung, vor allem wenn halt so viele Leute es nutzen und immer mehr Services da und man sollte da einfach dabei sein. Wir als Privatanleger werden das wahrscheinlich jetzt nicht zeichnen können, aber wenn es an die Börse kommt, sicherlich ist halt die Frage, wie hoch dann dieser Pop kommt. Und vielleicht hilft es sogar gerade, dass wir so ein bisschen US-Streitigkeiten gibt, dass der Preis da nicht ganz so hoch ist. Aber es ist definitiv eine Aktie, wo ich auch gerne dabei sein werde. Die Frage ist halt immer die Höhe mit der Bewertung. Ich fände jetzt, wenn wir sagen, sie schaffen vielleicht im nächsten Jahr um die 20 Milliarden Umsatz, dann ich denke, ein 10er-Faktor ist da schon noch fair, dass das auch so ein Plattform-Business ist. Ja, also
Bewertungen von unter 300 Milliarden halte ich noch für vertretbar oder würde das mir auch weiterhin anschauen. Das war also meine Meinung zu Ant Group, dem größten Fintech-Unternehmen der Welt und vielleicht auch dem größten Börsenunternehmen der Welt. Was ist eure Meinung dazu? Gerne kommentieren. Ansonsten kann man es natürlich auch indirekt jetzt schon über die Alibaba Group abdecken, wo das ja doch inzwischen eine relativ relevante Größe ist, wenn Sie sagen, wir haben ein Drittel davon, sind es ja auch 50, 60, 70 Milliarden. Deswegen ist es ja auch bei mir eine Kernposition, die Alibaba Group. Und mal gucken, es sieht ja zurzeit auch gar nicht so schlecht aus. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.